Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Ich freue mich, Bernd und Frank, dass wir heute hier zusammensitzen können in Zoom zu dieser Veranstaltung. Ganz kurz zu mir. Ich habe bis vor kurzem als Pressesprecherin für den Verdi-Bundesvorstand gearbeitet und arbeite seit dem Sommer zurzeit als Referentin für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gehen wir direkt rein in die Thematik. Ich fange mal an damit, dass mein Eindruck ist, wir stehen trotz des einen oder anderen Erfolgs an vielen Stellen ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, wenn ich mir die gesamtgesellschaftliche Situation angucke. Wir haben einen extremen Investitionsstau, den es schon seit Jahren, Jahrzehnten gibt. Wir haben gleichzeitig immense finanzielle Erfordernisse oder Aufwendungen, die nötig wären, um eine sozial-ökologische Wende hinzubekommen, die diesen Namen auch verdient. Und da galoppiert uns in erschreckender Weise die Zeit davon. Es gab ja jetzt gerade noch mal die neuen Daten der Wissenschaftler, dass das 1,5-Grad-Ziel eigentlich gar nicht mehr zu halten ist. Und wir haben andererseits jetzt diese Corona-Pandemie mit all den Folgen, die das hat für die Beschäftigten, für die Wirtschaft. Und wir stellen fest, dass von Seiten der Arbeitgeber diese Pandemie dann zum Teil auch wieder, wie auch in anderen Krisen, genutzt wird, um zu versuchen, Arbeitsrechte abzubauen, Tarifverträge, ja, ich sag mal, zu schleifen, in Frage zu stellen, Mitbestimmungsrechte anzugehen, Arbeitszeitgesetzgebung dafür eine Deregulierung zu pushen, den arbeitsfreien Sonntag in Frage zu stellen, etc. pp. Wir haben auf der anderen Seite erlebt, es ist ja vielfach schon gesagt worden, dass die Beschäftigten in den sogenannten systemrelevanten Berufen auf einmal andere waren als vorher und ihnen viel geklatscht wurde. Aber die große Frage ist, ist da eigentlich mehr drin gewesen bisher außer Klatschen? Oder was sind die Punkte, an denen es wichtig wäre, jetzt auch noch weiter politisch nachzusetzen? Und ich möchte mit euch diese ganzen Fragen ein bisschen abschichten, indem wir jetzt zuerst mal auf die Welt der Beschäftigten blicken. Und möchte beginnen damit, dass wir heute den ersten Tag des harten Lockdowns haben, weil die Infektionszahlen explodieren und die Krankenhäuser voll sind. Und wir haben seit Jahren einen besorgniserregenden Notstand in der Pflege und jetzt Personal in den Krankenhäusern, aber auch in den Altenheimen, was alles gibt, aber was wirklich am Ende ist, was man auch einfach aus vielen Erzählungen, persönlichen Erzählungen mitbekommt. Da möchte ich den ersten Fokus drauf lenken und bitte euch mal um eine Einschätzung. Was hat sich eurer Meinung nach jetzt auch in der Pandemie getan mit Blick auf die Unverzichtbaren? Also wo gibt es Weichenstellungen auch seitens der Politik, wo ihr sagt, da geht vielleicht ein bisschen was in die richtige Richtung? Und was sind Ansätze, wo ihr sagt, da braucht es viel mehr, nicht nur in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, sondern zum Beispiel ja auch in den Gesundheitsämtern, die in einer grotesken Art und Weise zum Teil unterbesetzt sind personell und gerade einen, ja, man kann es nicht anders sagen, hammerharten Job machen müssen. Ich würde euch bitten, wir hatten das vorher ja auch kurz schon besprochen, jeweils kurze Antworten zu geben und ihr dürft jetzt ausknobeln, wer beginnt. Der Parteivorsitzende hat das erste Wort. Okay, wollte gerade sagen, der Gewerkschaftsvorsitzende, aber beginne ich einfach mal. Also zum ersten teile ich die Einschätzung, dass eine große Chance versäumt wurde, umzusteigen in Richtung mehr öffentliches, verlässliche Investitionen, mehr Personal in der Pflege, kurzum umzusteigen in einen gründlichen sozial-ökologischen Systemwechsel, der sowohl soziale Gerechtigkeit enthält, mehr Schutz und Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, als eben auch wirksamen, dauerhaft wirksamen Klimaschutz. Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf. Jetzt wurde ja eher die Frage des Arbeitsschutzes angesprochen und der Arbeitsbedingungen. Ich komme gerade von einer namentlichen Abstimmung zum Arbeitsschutzkontrollgesetz. Da ging es ausschließlich um die Verschärfungen bei der Fleischindustrie. Ich glaube, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben diesem Gesetz zugestimmt, obwohl wir kritisieren, dass die Beschäftigungszahlen so hoch angesetzt sind, dass viele Dinge wie insbesondere die Sammelunterkünfte nicht angegangen wurden. Aber man stellt sich die Frage, warum nur bei der Fleischindustrie? Wir haben natürlich, was das betrifft, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, auch Umgehung von Tarifverträgen, Ausstieg aus Tarifverträgen durch Werkverträge, durch Ausgliederungen, gerade auch im öffentlichen Sektor, bei Krankenhäusern, die Reinigungskräfte, die Servicekräfte.
und vielen anderen Bereichen haben wir das gleiche Problem. Vielleicht nicht in der gleichen Schärfe wie in der Fleischindustrie, aber im Prinzip geht es immer um die Absenkung von tariflichen Bedingungen, Flucht aus den Tarifverträgen, schlechtere Bezahlung und Umgehung der gewerkschaftlichen Einflussmöglichkeiten. Also man müsste den Bogen viel, viel weiter spannen und sagen, dass der Schutz praktisch vor Tarifflucht erweitert werden muss. Also die Gewerkschaften umfassen gerade noch rund 50 bis 55% der Beschäftigten, wo wir Tarifverträge haben. Und natürlich wissen wir, dass in der Pandemie über alles Mögliche diskutiert wurde, aber nicht über Arbeitsschutz. Jetzt hat Verdi veröffentlicht, dass Amazon zum Beispiel ein Hotspot ist, also wo viele Leute auf engstem Raum zusammenkommen und insbesondere Kontrollen des Arbeitsschutzes sind viel zu wenig. Also hier gibt es wirklich richtig Luft nach oben und man hätte können eigentlich mal diskutieren, wenn man schon Berufe als systemrelevant anguckt, wie Einzelhandelsbeschäftigte, Pfleger und Pflegerinnen, wie man dort die Arbeitsbedingungen verbessert. Die Einzelhandelsbeschäftigten warten immer noch auf einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Wir haben dort gerade noch 35% in Tarifverträgen. Bei den Pflegekräften fehlen immer noch 100.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern und ebenso viel in den Altenpflegeeinrichtungen. Also hier greifen eben die Maßnahmen der Bundesregierung viel zu kurz. Und man hätte die Zeit nutzen können und die Erkenntnisse grundlegend einen Richtungswechsel vorzunehmen. Da waren wir leider in vielen Bereichen alleine. Aber ich glaube, es wurde auch ein bisschen aufgezeigt, wo es schmerzt und wo die Probleme sind. Also wir sollten wesentlich offensiver an diese Fragen rangehen und die Grundsatzfragen aufwerfen. Ja, wenn ich mal anknüpfen darf. Ich meine, der Kapitalismus ist ungerecht und das Kapital ist bissig. Und natürlich hat es zahlreiche Versuche gegeben, wenn gleich auch 2, 3 Beispiele, die Gelegenheit zu nutzen, die Gelegenheit der Pandemie, der Einschränkungen, um auch nochmal Standortvorteile für das Kapital durchzusetzen. Beispiel ist sicherlich prominent der Versuch des Einzelhandels, nochmal zusätzliche Öffnungen bei der Sonntagsarbeitszeit, also Sonntagsöffnung durchzusetzen, was wir verhindert und vereitelt haben. Ein Gewinn für uns. Der Versuch, das Aussetzen der Personaluntergrenzen im Gesundheitswesen tatsächlich zu nutzen, was wir weitgehend verhindert haben. Ich will erinnern an die Tarifrunde bei der Deutschen Post AG, ein Unternehmen mit 140.000 Beschäftigten, die jetzt nochmal 10.000 zusätzliche Stellen schaffen, das sich im Moment dumm und dusselig verdient angesichts des Paketaufkommens. Trotzdem war es notwendig, mit 22.000 Warnstreikteilnehmerinnen und Warnstreikteilnehmern an 300 Standorten einen Arbeitskampf durchzuführen, um dann am Ende ein relativ vernünftiges Tarifergebnis zu bekommen. Von daher, ja, es gibt diese Angriffe in der Pandemie. Ich habe aber auch ein paar Beispiele genannt, wo es uns gelungen ist, die Angriffe abzuwehren, die Dinge zu vereiteln. Und natürlich gibt es, das wäre deine Frage, Eva, jetzt auch sowas wie ein Momentum, um Forderungen, die für uns natürlich überhaupt gar nicht neu sind, die jetzt aber nochmal eine besondere Aufmerksamkeit haben, nach vorne zu bringen. Du hast den Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes genannt. In der Tat, der ist runtergespart worden in den letzten Jahren, in 10 Jahren ungefähr ein Drittel aller Stellen, die dort abgebaut wurden im öffentlichen Gesundheitsdienst. Eine furchtbar schrecklich hinter der Welt hinterherhinkende technologische Ausstattung und so weiter und so fort. Insbesondere auch eine deutliche Unterbezahlung der dort beschäftigten Ärztinnen und Ärzte gegenüber den Ärzten zum Beispiel in Krankenhäusern. Da haben wir die Chance genutzt. Wir haben einen wirklichen Sprung bei den Gehältern durchsetzen können für die Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und auch das, was längst überfällig ist an Technologieschub wird jetzt organisiert. Und ähnlich nutzen wir die Aufmerksamkeit, die jetzt natürlich auf das gesamte Gesundheitswesen und auf die Pflege liegt, wo Herausragendes geleistet wird, durch ein Engagement bis an die Belastungsgrenzen der dort Beschäftigten. Das gilt sowohl fürs Gesundheitswesen wie auch für die Altenpflege, um dort auf der Agenda
und um Themen auf die Agenda zu setzen, die für uns alle nicht neu sind, aber wo es natürlich jetzt ein Fenster der Aufmerksamkeit gibt. Ich will zwei Dinge nennen. Ein Personalbemessungsinstrument für die Krankenhäuser und für die Altenpflege. Wir haben uns ja mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat auf ein Modell für eine zukünftige wissenschaftlich fundierte Personalbemessung in den Krankenhäusern verständigt, beginnend dann in der Umsetzung 22, um den Personalbedarf dann schrittweise zu decken. Da bin ich im Moment optimistisch. Morgen finden dazu auch noch mal entscheidende Gespräche statt, dass wir dazu noch in dieser Legislaturperiode einen Einstieg bekommen. Das ist ein Projekt, was wir seit 15 Jahren versuchen, nach vorne zu bringen. Auch sieht es sehr gut aus, dass wir in der Altenpflege einen Einstieg in ein Personalbemessungsinstrument bekommen und eine wirkliche Schlacht wird die Auseinandersetzung um den Tarifvertrag für die Altenpflege werden. Da haben wir uns verständigt mit den verhandlungswilligen Arbeitgebern, Trägern in der Altenpflege auf einen Tarifvertrag, der deutliche Lohnsteigerungen vorsieht, auf 18,50 Euro Stundenlohn am Ende der Laufzeit. Das will ich sagen, das Tarifergebnis wäre ohne diesen Fokus auf die Altenpflege, den es so gibt, nicht möglich gewesen. Wir haben den Tarifvertrag auch nochmal in der Pandemie zu unseren Gunsten verbessern können. Wir sind jetzt in der Konsultation mit den kirchlichen Trägern, die dann natürlich eine wesentliche Rolle spielen. Und dann schlägt vermutlich im Februar, März die Stunde der Wahrheit, nämlich ob die Bundesregierung die bisherigen Aussagen auch umsetzt, diesen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären, ja oder nein. Und da ist schon erkennbar, auch aus Gesprächen der letzten Tage, dass insbesondere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da not amused ist und sicherlich nochmal versuchen wird, Sand ins Getriebe zu werfen. Das ist mir schon nochmal wichtig, dass wir natürlich, das ist ja auch eine Aufgabe von Gewerkschaft, in dieser Zeit nicht einfach nur die Ungerechtigkeit der Welt beklagen, sondern ganz konkret anhand von Projekten, die ich jetzt mal versucht habe, es zu skizzieren, Fortschritt für unsere Mitglieder zu organisieren. Und so negativ auch viele Dinge sind in den letzten Wochen und Monaten, es hat einen besonderen Fokus auf die Arbeitssituation in der Pflege, im Gesundheitswesen, auch auf andere Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge gegeben. Und das versuchen wir als Gewerkschaft im Rahmen unserer Möglichkeiten zu nutzen. Letzter Punkt, Bernd hat hingewiesen auf das Arbeitsschutzgesetz in der Fleischindustrie. Auch das, finde ich, ist ein großer Fortschritt. Und ehrlich gesagt, ohne den Tönnies-Skandal wäre es nicht denkbar gewesen, das in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Und es ist übrigens eine mit den Gewerkschaften verabredete Vorgehensweise, dass wir die Fleischindustrie, wo die Arbeitsbedingungen besonders skandalös sind, nutzen, um eine Grundlage zu schaffen, auf der wir dann andere Branchen nachziehen können. Und ihr wisst, dass wir das schon in der Vergangenheit gemacht haben, mit der Fleischindustrie, wo die Bedingungen besonders skandalös sind, voranzugehen und dann zum Beispiel in der Paketbranche vergleichbare Bedingungen umzusetzen. Das ist auch unser Ziel und unser Plan jetzt mit Blick auf das Thema Begrenzung von Werkverträgen und Begrenzung von Leiharbeit. Das ist ja der Kern der Regelungen für die Fleischindustrie. Vielen Dank. Frank hat jetzt dankenswerterweise einen etwas optimistischeren Blick nochmal gemacht auf das, was auch erreicht werden konnte. Bernd hat nochmal sehr betont auch die Schlachten, die noch zu schlagen sind, um Verbesserungen darüber hinaus zu erreichen, auch nochmal mit Blick auf den Einzelhandel. Ich will gleich auch nochmal diesen Ball aufnehmen, wie man oder was nötig wäre, um auch nochmal als gesellschaftliche Kraft zwischen verschiedenen Akteuren da gegebenenfalls auch nochmal ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Und ich möchte das gerne machen, indem ich nochmal zurückblicke auf die ÖD-Tarifrunde, die gerade zu Ende gegangen ist, die ja insofern wichtig und beispielhaft auch ist, weil sie eben jetzt als erste große Tarifrunde mit 2,3 Millionen Beschäftigten während der Pandemie stattgefunden hat und wo auch wieder von den Arbeitgebern früh zu erkennen war, wie da agiert wird. Verdi hatte ja darauf gedrungen, gegen eine Einmalzahlung die Tarifrunde zu verschieben und die Arbeitgeberseite hatte das abgeblockt. Und es gibt ja jetzt eine Einigung. Mich würde interessieren, zum einen, was für Lehren, Frank, du hast es natürlich jetzt mit dem Pflegebereich schon so ein bisschen angesprochen, aber was für Lehren nochmal
auch aus dem Arbeitgeberverhalten, gerade im öffentlichen Dienst, die ihr nach dieser Runde zieht, wo ja allenthalben doch jetzt auch größer festgestellt wird in der Gesellschaft, dass in vielen Bereichen Unterfinanzierung existiert. Das ist ja auch nicht neu, aber jetzt nochmal auch anders ins Schlaglicht geraten. Und an dem Punkt der Runde zum öffentlichen Dienst würde mich vor allen Dingen auch nochmal interessieren, die Frage, was ist aus Sicht von Verdi eigentlich hilfreich in solchen Tarifauseinandersetzungen, also auch an Unterstützung von außen? Wie kann das gut funktionieren? Was ist da für eine Arbeitsteilung gut vorstellbar? Und wie siehst du das, Bernd, aus deiner Sicht als Parteivorsitzender? Was kann die Linke da tun? Was tut sie schon? Wo kann sie besser werden? Ich denke mal, was ja sehr interessant war in dieser Tarifrunde, in der es ja auch um den Tarifvertrag öffentlicher Nahverkehr ging, der ja noch nicht abgeräumt ist als Gesamtkonflikt, dass wir zum ersten Mal, ja, ich finde, eine sehr ermutigende Form der Zusammenarbeit gesehen haben zwischen oder der Unterstützung zwischen den Fridays for Futures Leuten, sage ich jetzt mal salopp, und der Tarifbewegung, weil es natürlich auch gemeinsame Interessen da gibt, wenn es um den massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs geht. Und von daher nochmal meine Frage an euch, einerseits vielleicht mal so ein bisschen Blick auf die Arbeitgeberseite und was da so zu erwarten ist, vielleicht auch zukünftig, und andererseits vor allen Dingen nochmal die Frage, wie kann auch arbeitsteilig zwischen verschiedenen Bündnispartnern in solchen Konflikten mehr rausgeholt werden? Was ist da nötig? Wenn ich in dem Fall vielleicht anfangen darf, also zuerst einmal die Zusammenarbeit mit den Fridays ist natürlich überhaupt gar nicht vorbei. Ohne da jetzt in alle Einzelheiten zu gehen, das kann ich auf Nachfragen gern machen. Wir haben jetzt im Nahverkehr so einen Zwischenstand, vielfach auch eine Vertagung der Tarifrunde aufs nächste Jahr, weil angesichts der Entwicklung der Epidemie wir die Streikauseinandersetzung nicht so fortführen konnten, wie wenn es kein Corona geben würde. Von daher geht das weiter und die Zusammenarbeit mit Fridays ist uns da wichtig und übrigens jetzt nicht nur im Zusammenhang mit dieser Tarifrunde, sondern im Rahmen des Verkehrswendebündnisses und auch einer Plattform, die wir mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren jetzt im Vorfeld der Bundestagswahlauseinandersetzung aufbauen, und dabei sind die Fridays ein ganz wichtiger Bündnispartner für uns. Was ist die Lehre aus der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst? Und das ist ja zwar die größte Tarifrunde, die wir hatten in den letzten Wochen, aber wir haben natürlich darüber hinaus viele weitere. Wir sind auch jetzt derzeit in diesen Stunden noch sowohl bei Amazon als auch zum Beispiel bei verschiedenen Reha-Kliniken, wo es um Haustarifauseinandersetzungen geht, in Arbeitskämpfen. In Arbeitskämpfen ohne Kundgebung, aber natürlich können wir trotzdem streiken. Und für mich ist die Lehre, dass in so einer zugespitzten gesellschaftlichen Auseinandersetzung wir trotzdem die Fähigkeit haben müssen und auch den Mut aufbringen müssen, das war hier und da ja auch nicht ganz einfach, Widerstand zu organisieren, Arbeitskampffähigkeit zu organisieren, auch unter den Bedingungen der Pandemie. Das ist auch gut gelungen. Wir hatten 250.000 Streikteilnehmerinnen und Streikteilnehmer im öffentlichen Dienst. Das ist mehr als in durchschnittlichen anderen Tarifrunden. Eine sehr gute Beteiligung, erstmals auch aus dem Bereich, vielfach erstmals aus dem Bereich des Gesundheitswesens, Krankenhausbelegschaften, die sich in der Vergangenheit noch nie an Streikbewegungen oder eher symbolisch beteiligt haben, die diesmal gut dabei gewesen sind. Da gibt es eine ganze Reihe von positiven Erfahrungen. Und gerade Auseinandersetzungen im öffentlichen Personennahverkehr oder auch im öffentlichen Dienst werden natürlich auch in der Öffentlichkeit entschieden. Und von daher ist die Frage, wie sich wichtige gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure dort einlassen, ob sie vernehmbar und erkennbar sind, ob es eine Unterstützung gibt der Ziele der Kolleginnen und Kollegen, die im Arbeitskampf sind, ganz wesentlich. Und da hat es mich gefreut, dass auch viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, auch Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, sich verhalten haben und eingebracht haben in die Tarifrunden. Da, wo ich auf Kundgebungen gesprochen habe, waren vielfach Kolleginnen und Kollegen von den Fridays da, von den Grünen, von der SPD, von der Linken. Und das ist mehr wie nur Symbolik, sondern das nehmen die Kolleginnen und Kollegen, die im Arbeitskampf sind, und sich auf die Straße stellen unter schwierigen Bedingungen als Unterstützung wahr. Und das prägt natürlich auch mit Öffentlichkeit. Und von daher
bin ich immer froh, wenn wir uns in politischen Netzwerken bewegen können, die uns unterstützen in Tarifauseinandersetzungen. Das stärkt uns. Bernd? Ja, ich glaube, dass die Tarifrunde im öffentlichen Dienst eine besondere Bedeutung hatte, weil es eigentlich die erste heftige Verteilungsauseinandersetzung nach der ersten Phase der Pandemie war. Also man muss schon sagen, dass es da einen erheblichen Widerspruch gab zwischen dem Beklatschen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, insbesondere bei der Pflege oder auch in anderen Bereichen, und dem Verhalten der Arbeitgeber, was ja oft die gleichen politischen Akteure sind. Also sie haben schon einen harten Angriff gestartet und lange Zeit blockiert, haben sich gewehrt dagegen, dass die Tarifrunde verschoben wird, wenn man mal ein bisschen klarer sieht. Ich finde, dass unter diesen Bedingungen Verdi eine gute Mobilisierung hingekriegt hat. Also ich war auch erstaunt, insbesondere muss man ja schon sagen, dass es in einer Zeit, wo Kindertagesstätten länger geschlossen waren, nicht ganz so einfach ist für eine Erzieherin, praktisch sich an einem Streik zu beteiligen. Da muss man, glaube ich, großen Respekt davor haben. Die Linke hat von Anfang an Verdi massiv unterstützt. Wir haben auch die Parole ganz klar an die Kreisverbände gegeben, hier die Streiks auch sichtbar zu unterstützen in den Kommunalparlamenten, aber auch auf der Straße. Meines Erachtens haben das sehr, sehr viele Kreisverbände gemacht und es war auch sichtbar. Ich glaube, man muss trotzdem darüber diskutieren, wo auch Grenzen sind. Ich glaube, Verdi hätte können nicht so ohne weiteres in einen Vollstreik gehen in dieser gesellschaftlichen Situation. Und natürlich ist das zurückgeschlagen worden, erfolgreich, was die Arbeitgeber provoziert haben. Aber bestimmte strukturelle Fragen kann man, glaube ich, in so einer Tarifrunde kaum durchsetzen. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, Pflegekräfte brauchen wir eigentlich 500 Euro mehr, nicht als Einmalprämie, sondern als Einstieg in ein höheres Gehalt. Ich finde, Verdi hat dort einiges erreicht bei den Pflegekräften, ist aber weit davon entfernt, was wir eigentlich benötigen. Ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, sondern im Gegenteil, solche Dinge muss man in den politischen Raum reinbringen, genauso wie die Personalbemessung. Da gibt es ja einen offensichtlichen Widerspruch praktisch zwischen dem politischen, zwischen der politischen Rhetorik und den Taten. Und ich glaube, wir werden dort, gerade was den öffentlichen Bereich betrifft, heftige Verteilungsauseinandersetzungen auf der zweiten Ebene bekommen. Wir vertreten ja schon lange, dass die Investitionen nachhaltiger sein müssen in den öffentlichen Sektor und viel höher. Ich glaube, auch wenn man über Umstiege diskutiert, hat praktisch der Zugang zu Bildung, Erziehung, wohnortnahe Gesundheitsversorgung und die entsprechende gute Bezahlung und die guten Arbeitsbedingungen eine zentrale Rolle, auch für das linke Weltbild, wo wir sagen, wir müssen Wohlstand anders definieren, wir müssen für alle Menschen einen Zugang zu diesen Bereichen eröffnen, möglichst gebührenfrei, und wir wollen eine gute personelle Ausstattung. Damit rühren wir natürlich eine grundlegende Verteilungsfrage auf. Das heißt, wie viel vom Steuereinkommen wird in diesem Bereich investiert? Und wir sehen ja, dass da zu wenig nachhaltig gemacht wird. Verkehr ist auch so ein Beispiel. Es wird keine Klimagerechtigkeit geben und keinen Klimaschutz ohne eine Mobilitätswende mit mehr ÖPNV, mit mehr Fahrradwegen, mit möglichst kostengünstigerem ÖPNV für die Nutzer und Nutzerinnen, ohne das massiv und wirkungsvoll zu machen. Dazu brauchst Investitionen in ÖPNV und brauchst deutlich mehr Personal bei den Busfahrerinnen, bei den Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen in den öffentlichen Nahverkehrsbetrieben. Ich glaube, da gibt es große gemeinsame politische Interessen, und man wird es nur durchsetzen, wenn wir gleichzeitig Reiche und Vermögende, da kommen wir später noch, stärker besteuern und mehr Mittel umlenken können in den öffentlichen Bereich. Ich würde mir da wünschen, dass auch meine Gewerkschaft, jetzt rede ich auch als Gewerkschaftsmitglied, deutlich mehr noch in den politischen Raum geht, weil das wird letzten Endes politisch entschieden. Ich habe ja über die zwei Gesichter gesprochen, und ich erwarte da
auch was die Ausstattung der Kommunen angeht, da wurden ja Sofortmaßnahmen ergriffen, aber die sind nicht nachhaltig auf Dauer angelegt. Und wir werden große Probleme haben bei den Einnahmen, weil es ist eine Illusion, dass die Wirtschaft gleich wieder wachsen wird, wie das heute Frau Merkel ausgegeben hat, wo sie sich gegen die Vermögensabgabe ausgesprochen hat und gesagt hat, wir brauchen entschiedenes Wachstum, dann werden wir die Verteilungsfragen lösen. Davon gehe ich nicht aus. Und deswegen plädiere ich sehr für eine Allianz der verschiedenen progressiven Kräfte, für Umverteilung und Stärkung des öffentlichen Bereichs. Ein Satz nur noch zu Friday for Future. Unsere Jugendorganisation, Studentenorganisation, die da stark in dieser Bewegung drin ist, hat genau diesen Aspekt Zusammenarbeit, Gewerkschaften und Umweltbewegung stark in den Vordergrund gerückt und auch sich sehr stark dafür gemacht, dass es da eine wirkungsvolle Zusammenarbeit gibt. Es freut mich sehr, dass Frank gesagt hat, das ist eine Zusammenarbeit, die auf Dauer angelegt ist. Ich danke euch. Ich will auf die Verteilungsfrage in der Form, wie du sie angesprochen hast, Bernd, auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ich hätte gerne noch mal vorher mit euch auf den Bereich geblickt, was eigentlich eure Bilanz ist und eure Forderungen, was danach gebessert werden muss bei den Hilfen, finanziellen Hilfen für die Leute, die jetzt in der Krise betroffen sind, von Arbeitslosigkeit, von Kurzarbeit etc. pp. Gerade auch mit Blick auf die Selbstständigen und Solo-Selbstständigen. Man hat den Eindruck, jetzt gibt es natürlich den harten Lockdown, aber wir hatten im sogenannten weicheren Lockdown, kann man schon den Eindruck gewinnen, das Wichtigste ist, dass die Läden offen bleiben. Aber warum dann manchmal Kultureinrichtungen, die gute Hygienekonzepte vorlegen, nicht offen bleiben dürfen, kann sich nicht jedem erschließen. Und wir haben, oder die Befürchtung, wenn man da drauf guckt, ist, dass es einfach ein Riesenpotenzial von Leuten gibt, die tatsächlich durch diese Pandemie total drohen, existenziell abzurutschen. Sei es, weil sie ihre Arbeit verlieren oder eben, weil sie ihre Aufträge verlieren. Und da nochmal meine Frage an euch. Was sind Punkte, wo ihr sagt, da müsste man eigentlich jetzt nochmal Forderungen stark machen, nachzubessern bei der Unterstützung für diese Personen? Auch nochmal vor dem Hintergrund, dass wir sehen, dass es eine rechte Bewegung auf der Straße gibt mit der Querdenkenbewegung, die natürlich alles dafür tut, sich so hinzustellen, als seien sie diejenigen, die jetzt auch die in den Existenzen bedrohten Menschen irgendwie verteidigen, weil sie eben sagen, lasst die Läden doch offen, lasst das alles doch mit den Einschränkungen jetzt mal salopp formuliert. Danke. Wenn ich anfangen darf, das ist natürlich ein total weites Feld. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Beschäftigtenperspektive, wobei man natürlich auch nochmal darüber diskutieren kann und muss aus meiner Sicht, wie die verschiedenen Wirtschaftshilfen, die jetzt angesetzt sind, wirken und ob es dann Nachsteuerungsbedarfe gibt. Du hast ja darauf hingewiesen, diese Krise hat nochmal deutlich gemacht, dass wir deutliche Lücken in den sozialen Sicherungssystemen in Deutschland haben. Und da sind zwei Gruppen, die besonders betroffen sind, negativ betroffen sind. Übrigens noch viel stärker, obwohl von ihnen viel weniger geredet wird. Als Solo-Selbstständige sind das die Minijobberinnen und Minijobber. Hunderttausende, die ins Nichts fallen, beziehungsweise bestenfalls halt auf einen Grundsicherungsanspruch. Und dann sind es die Solo-Selbstständigen, die gerade im Kreativbereich natürlich auch viel an Selbstorganisation hingestellt haben und damit auch an gesellschaftliche Sichtbarkeit. Es ist aus meiner Sicht darüber zu diskutieren, auch wenn das nicht alle Solo-Selbstständigen, die jetzt auf der Straße demonstrieren, klasse finden, dass es eine Pflichtversicherung gibt, auch für Solo-Selbstständige im Rahmen der Arbeitslosenversicherung, zumindest bis zu bestimmten Einkommensgrenzen, weil ansonsten ist in vergleichbaren Situationen immer wieder die Situation da, wie wir sie jetzt haben. Und es ist nochmal deutlich geworden, dass Minijobs schlicht und ergreifend abgeschafft werden müssen, weil sie keinen Schutz bieten in Risikosituationen. Ein konkretes Projekt für die Solo-Selbstständigen nochmal für diese Legislaturperiode ist ja auch die Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist etwas, was wir stark unterstützen und versuchen noch auf den Weg zu bringen, was derzeit gerade zwischen den Koalitionsparteien wie ein heißer
Stein hin und her geschoben wird. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir da zusammen mit der Linken darauf drängen, dass das nicht nochmal vertagt wird, sondern angegangen wird noch im Jahre 2021. Schaue ich auf die konkreten Defizite, die es derzeit gibt, dann ist mein wichtigster Punkt, dass für Solo-Selbstständige das Konzept der November- bzw. Dezemberhilfen nicht ausläuft zum 31.12., sondern zumindest für Solo-Selbstständige fortgeführt werden muss, solange diese gezwungene Auftragslosigkeit vorherrscht und solange wir ein pandemisches Geschehen haben, wie wir es in den letzten Wochen und Monaten hatten. Damit meine ich nicht nur den harten Lockdown, sondern auch die Phase der schwierigen Auftragssituation davor. Was ist der Kern der November- oder Dezemberhilfen? Die Erstattung von 75% des Umsatzes des Vergleichszeitraumes des Vorjahres oder des Jahresschnitts von 2019. Das heißt, eine Umsatzorientierung und keine Orientierung eines Fixkostenausgleiches, wie das jetzt vorgesehen ist, im Rahmen der Überbrückungshilfe 3, weil gerade Solo-Selbstständige im Kreativbereich, Musikschullehrer, Künstlerinnen und Künstler haben vielfach, Dolmetscherinnen und Dolmetscher haben vielfach überhaupt gar keine Fixkosten, sondern sie leben von ihrem Umsatz und deshalb ist das der bessere Weg. Ich halte übrigens nichts von dieser Unternehmerlohn-Diskussion, wie sie in Teilen der grün-linken Society und Gesellschaft diskutiert wird. Das können wir aber auch gerne nochmal vertiefen. Unser Blick muss aber, denke ich, auch nochmal auf die Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter geworfen werden. Dort haben wir, das war ein sehr, sehr mühsamer und schwieriger Prozess, Aufstockungen für Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter, also des gesetzlichen Kurzarbeitergeldes, tarifliche auch noch gesetzliche Kurzarbeitergeldes durchsetzen können in den vergangenen Wochen und Monaten. Das ist aber, sage ich mal, sehr stark mit dem Fokus Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter, die sehr lange Zeit, mehrere Monate in Kurzarbeit sind. Erst ab dem 7. Monat gibt ja die Aufstockung auf 80% bzw. 87%, wenn Kinder da sind. Jetzt haben wir eine Situation, wo abermals zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen im Handel, die Teilzeitbeschäftigte sind oder die im Bereich Friseure arbeiten, in Kurzarbeit kommen, natürlich keine Kurzarbeitsbiografie über Monate mit sich tragen, wo dann diese Regelungen zur Geltung kommen würden und sofort wieder in den Bereich von Armutseinkommen fallen, weil sie auf die 60% runtergehen. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dass, wenn es so sein sollte, dass am 5. Januar die Lockdown-Maßnahmen weitergehen für den Januar, und ich gehe da persönlich von aus, dass dann für den Bereich, den ich jetzt skizziert habe, Teilzeitbeschäftigte, Beschäftigte mit sehr niedrigen Einkommen im Bereich von Kurzarbeit, wir über ein Mindestkurzarbeitergeld in Höhe von 1.200 € diskutieren müssen. Das ist dann aus meiner Sicht eine überfällige Diskussion. Um mal ein paar Punkte zu nennen, das Feld ist sehr, sehr weit, aber die Dinge wollte ich konkret machen. Vielen Dank. Bernd? Ja, ich kann ein paar Sachen kürzer machen, weil ich teile alles, was Frank zu den Solo-Selbstständigen gesagt hat. Kurzarbeitergeld finde ich eine ganz zentrale Position. Auch jetzt, wenn wir es so sehen, wird viel über die Restaurant- und Hotelbesitzer und so diskutiert, aber wenig über die Beschäftigten. Also, dass da schon viele erwerbslos wurden, insbesondere die Mini- und Midi-Jobber, eigentlich Arbeitsverhältnisse, die wir gar nicht wollen, aber dass die ohne Trinkgeld, auch die Friseurinnen und Friseure, mit 60% Kurzarbeitergeld über die Runden kommen müssen, bei ohnehin niedrigen Löhnen, ist wirklich unverantwortlich und unsozial. Also da muss nachgebessert werden. Wir fordern ja schon lange 90% Kurzarbeitergeld vom ersten Tag an. Und das hilft insbesondere den Bereichen, die keine Tarifverträge haben, die aufstocken. Und das sind ja genau die Bereiche, die wir jetzt alle genannt haben. Was Frank gesagt hat zur Rente, teile ich absolut. Wir haben ja ohnehin eingebracht, dass alle, die in der Grundsicherung sind und die ein Hartz IV sind, dass die eine Sozialzulage über die Pandemie bekommen müssen.
weil die sind ja auch besonders betroffen. Die Tafelläden sind nicht offen. Sie haben erhöhte Schwierigkeiten mit Mobilität und mit der Versorgung. Also die sind ja völlig vergessen von der Regierung. Dort spricht auch die SPD wenig drüber. Also man darf diese Ausgrenzung quasi der Ärmsten in der Gesellschaft nicht länger hinnehmen. Die Linke fordert auch eine schneller auf den Weg zu bringen, dass wir hier dringend eine Grundsicherung brauchen. Dann will ich noch auf das Problem ansprechen mit Handel. Wir werden dort viele Insolvenzen bekommen. Und es gibt eine Verlagerung quasi des innerstädtischen Handels zum Onlinehandel, wenn die Läden jetzt auf Dauer geschlossen werden. Das hat natürlich gravierende Folgen auf Beschäftigung und auch auf Konkurrenzbedingungen. Deswegen unterstützen wir massiv, dass endlich bei Amazon ein Tarifvertrag abgeschlossen werden muss. Über politisch müsste das schon längst reguliert sein, über eine Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit. Dann könnten die wenigstens in den Handelstarifvertrag einbezogen werden. Was wir auch brauchen, ist ein Mietmoratorium. Also wir hatten bis Juli bei den privaten Mietverhältnissen praktisch einen erhöhten Kündigungsschutz, dass Menschen, die ihr Einkommen verlieren oder ihre Existenzgrundlage verlieren, nicht einfach rausgekündigt werden können. Das ist im Juli abgelaufen. Ich verstehe nicht, warum das nicht verlängert wird. Wir brauchen es aber auch bei den Gewerbemieten. Bei den Gewerbemieten brauchen wir auch bessere Schutzbedingungen, vor allen Dingen, dass jetzt die Mieten eigentlich sogar eher gesenkt werden müssen, weil das für viele Ladenbesitzer, insbesondere die kleinen Beschäftigten, aber auch schon beim Textileinzelhandel kaum noch möglich ist, die hohen Mieten in den Innenstädten der Großstädte zu bezahlen. Also dort befürchte ich wirklich einen Ausverkauf zulasten der Beschäftigten. Auch für Verdi ist das ja eine ganz große Gruppe von Beschäftigten. Wir haben allein im Einzelhandel über 2 Millionen Beschäftigte, überwiegend Frauen. Also es ist im sozialen Bereich viel zu tun. Wir erleben ja auch, dass eigentlich die Kluft in der Krise weiter auseinandergeht und dass besonders betroffen sind die Menschen im Niedriglohnbereich, besonders Frauen betroffen sind, Alleinerziehende betroffen sind und dass auch viele Migrantinnen und Migranten betroffen sind von den ganzen Maßnahmen. Also alle die gesellschaftlichen Gruppen, die sowieso am stärksten zu kämpfen haben. Deswegen brauchen wir hier eine Ausdehnung quasi des sozialen Schutzschirms und wir brauchen aber Einstiege in ein grundlegendes Umsteuern, dass dieses unmenschliche Hartz-IV-System endlich der Geschichte angehört, dass wir eine Kindergrundsicherung, eine nachhaltige bekommen, dass der Sozialstaat quasi ausgebaut wird und dass der Schutz der Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen erweitert wird. Und wie gesagt, ich sehe eine große Chance, dass wir offensiv sein müssen im Gesundheitswesen. Da geht es nicht nur um die Pflege, aber ganz besonders um die Pflege. Es wurde ja schon angesprochen, wir brauchen dringend eben gesetzliche Personalbemessungen. Wir brauchen mehr Pfleger und Pflegerinnen. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive. Das sind alle diese Defizite, sind ja in der Pandemie offensichtlich geworden. Und da dürfen wir nicht locker lassen, um hier nachhaltige Verbesserungen zu erreichen. Dankeschön. Ich will mit Blick auf die Zeit mit euch nochmal zu einem letzten Punkt springen. Er war schon angesprochen, die Verteilungsfrage. Wir haben eine Situation, in der die Neuverschuldung mit jetzt derzeit 220 Milliarden Euro und schon anvisierten fast nochmal 100 Milliarden Euro im nächsten Jahr schon bei weitem höher liegt als die Verschuldung in der zurückliegenden Finanz- und Wirtschaftskrise, die ab 2008, 2009 begann. Wir hatten andererseits eine Situation, dass bevor die Pandemie losging, man ja durchaus schon Stimmen hören könnte, auch aus jetzt von Leuten wie Herrn Hüther, dem Präsidenten des arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstitutes,
wo sozusagen so ein Kurswechsel stattgefunden hat und klar wurde, wir brauchen Investitionen. Da ist also sozusagen ein Riss zu sehen, aber ich glaube, wir machen uns alle nichts vor, das ist kein Selbstläufer, wenn es um die ganze Frage gehen wird, wie künftig mit der Schuldenbremse weiterhin umgegangen wird und wie und wer diese Kosten aus der Krise zu bezahlen hat. Meine Frage an euch ist, wie kommen wir im nächsten Jahr nicht nur mit Blick auf die Bundestagswahl, sondern natürlich auch darüber hinaus gemeinsam in die Offensive, um zu sagen, ich nenne es jetzt mal salopp, die Schuldenbremse zu schleifen, weil wir dringend eine Kreditfinanzierung brauchen für benötigte Investitionen, aber andererseits auch im Bereich Umverteilung oder vielleicht besser gesagt Rückverteilung voranzukommen, weil klar ist, auch die Vermögenden müssen an diesen Kosten aus der Krise beteiligt werden. Wo seht ihr jetzt zwischen Verdi und der Linken Punkte, wo ihr sagt, das müssten wir eigentlich gemeinsam strategisch nach vorne diskutieren, auch kampagnenfähig machen, auf die Straße bringen, verbreitern in der Mobilisierung? Weil ich denke, das wird eine ganz zentrale Frage sein, die uns im Laufe des nächsten Jahres noch viel stärker beschäftigen wird. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, hinter dem Erkenntnisstand vom Februar diesen Jahres zurückzugehen und in der Tat in einer seltenen Einigkeit zwischen dem Wirtschaftsforschungsinstitut der deutschen Industrie und dem der deutschen Gewerkschaften ist gemeinsam festgestellt worden, dass es einen massiven Investitionsstau in Deutschland gibt und dass der dadurch gelöst werden kann, indem einfach nur die Verschuldenspielräume, da bin ich noch gar nicht beim Abschaffen der Schuldenbremse, sondern bei dem Ausnutzen der vorhandenen Spielräume, wenn man von der Ideologie der schwarzen Null abweicht, wenn die genutzt werden. Dann hört es auf mit den Gemeinsamkeiten zwischen den Instituten, weil wir als Gewerkschaften natürlich weitergehende Vorstellungen haben, was die Steuerbasis betrifft, Stichwort Vermögensteuer, Stichwort Erbschaftssteuer und so weiter und so fort. Da haben wir ja sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Linken, von daher will ich das hier gar nicht im Einzelnen darstellen. Da kennt ihr ja auch unsere Beschlusslagen. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, von diesem Pfad der Investitionen abzuweichen und dafür die Einnahmebasis des Staates zu verbessern. Und da müssen die Vermögenden und diejenigen, die große Erbschaften haben, einen wesentlichen Beitrag leisten. Ich finde, wir sollten uns von dieser Verschuldungssituation nicht ins Boxhorn jagen lassen und nicht unseren Gegnern auf den Leim gehen, indem wir nun meinen, diese Verschuldung müsste zurückgeführt werden. Das ist vollkommener Unfug. Wir werden vermutlich im Jahre 2021 einen Grad an Staatsverschuldung von 72% des BIP haben. Wir hatten nach der Finanzkrise 2010 80%. Es ist jederzeit möglich, durch ganz normales Wachstum aus dieser Verschuldung heraus zu wachsen. Wir haben noch vor Wochen und Monaten gesagt, das Geld liegt auf der Straße. Wenn der deutsche Staat Schulden aufnimmt, dann muss er nicht nur keine Zinsen bezahlen, sondern er bekommt sogar noch Geld dafür. Und daran hat sich überhaupt gar nichts geändert. Von daher ist es aus meiner Sicht der richtige Weg, aus dieser Verschuldung durch Wachstum heraus zu kommen. Ich bin auch übrigens gar nicht pessimistisch, was die Wachstumsprognosen der deutschen Wirtschaft und der europäischen Wirtschaft betrifft. Ich finde, durch eine relativ gute Konjunkturpolitik sind die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass in 21 bereits der Wachstumspfad wieder kommen kann. Jetzt gibt es die Diskussion über die Vermögensabgabe. Ich finde, die Vermögenden sollen mehr Geld bezahlen, aber nicht, um unnötigerweise Schulden zurückzuführen, sondern für Investitionen in die Zukunft. Und man wird die Vermögenden am Ende auch nur einmal schröpfen können. Und da sind mir Zukunftsinvestitionen wichtiger. Und? Ja, ganz genau. Das ist unser Konzept. Wir sagen, wir brauchen jetzt in dieser Zeit, wo besondere Belastungen auf uns zukommen, brauchen wir eine Vermögensabgabe. Da sagen wir mit einem hohen Freibetrag, also das soll durchaus die oberen 1% treffen, fangen wir mit 10% an und wollen das dann dynamisch steigern. Wir wollen das aber als Einstieg in eine grundlegende Vermögenssteuer
Ich glaube, da sind wir von Verdi nur in der Höhe der Beträge auseinander, aber nicht im Grundsatz. Die große Frage ist schon, ob wir nicht sowas wie eine kleine Vorkampagne machen müssen zur Verteilungsfrage, weil die Bundesregierung und insbesondere die CDU werden die Verteilungsfrage nach hinten schieben wollen, auf die Zeit nach der Bundestagswahl. Dann wird sie aber geballter auf uns zukommen, weil sie wollen die Schuldenbremse aufrechterhalten. Sie wollen ja sogar wieder einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das lässt sich ohne Umverteilung und ohne soziale Einschnitte gar nicht machen, wenn man nicht die Verteilungsfrage in die andere Richtung entscheiden kann. Deswegen glaube ich, müssen wir die Menschen darauf vorbereiten. Ich glaube auch, dass viele, eine Mehrheit der Bevölkerung, sieht man ja immer wieder, ist durchaus der Meinung, dass Reichende und Vermögende stärker besteuert werden müssen. Sie glauben nur nicht so richtig dran, dass es möglich ist. Also irgendwo gibt es da so eine gewisse Hemmung, obwohl es viele für richtig finden. Ich glaube, jetzt in der Pandemie kann man nochmal deutlich machen, wir wollen, dass der Millionär und die Milliardärin mehr Steuern bezahlen, damit die Altenpflegerin und die Krankenpflegerin besser bezahlt werden kann und damit wir im Übrigen mehr Gelder haben in die Investitionen. Ich finde den Zusammenhang von Investitionen und Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer vollkommen richtig. Wir sollten nicht die laufenden Ausgaben oder die Schuldenrückzahlung mit der Vermögensteuer machen, sondern mehr an Investitionen in öffentlichen Bereichen, Bildung, Gesundheit und Erziehung. Und wir wissen ja, dass es da enormen Nachholbedarf gibt. Allein im Bildungsbereich brauchen wir 50 Milliarden an Investitionen, um überhaupt praktisch die Investitionslöcher der Vergangenheit auszugleichen. In anderen Bereichen sieht es ähnlich aus. Ich will noch mal auf die Frage der Schuldenbremse eingehen. Wir hatten jetzt eine Anfrage gemacht, was denn die Bundesregierung eigentlich verdient hat durch die Niedrigzinsen. Wir haben ja zum Teil sogar Negativzinsen, wenn der Staat Kredite aufnimmt. Und der Gewinn der Bundesregierung liegt bei 7 Milliarden. Also praktisch durch erhöhte Kreditaufnahme hat man sogar einen Vorteil, hat man Gewinne, indem man früher höher verzinsliche Schulden zurückzahlen kann oder indem man Schulden macht mit Negativzinsen. Also es ist geradezu aberwitzig, dort erneut über Schuldenbremse und Nullverschuldung und ähnliche Sachen zu diskutieren, wenn doch gleichzeitig Investitionen damit finanziert werden können. Und da will ich nur noch einen Satz sagen. Diese ganze Theorie, der Staat kann nicht mehr ausgeben, wie er einnimmt und ähnliches, oder die schwäbische Hausfrauentheorie von Merkel, ist natürlich volkswirtschaftlicher Unsinn. Wenn wir heute eine Schule bauen oder ein Krankenhaus oder eine Bahntrasse, dann gibt es gar keinen Grund, dass die eine Generation sofort zurückzahlt, wenn mehrere Generationen davon diese Sachen nutzen können. Dann kann man auch die Rückzahlung strecken und auf mehrere Generationen verteilen. Weil es ist doch nicht so, dass die junge Generation darunter leidet, wenn sie Schulden vorfindet. Sie leidet viel mehr darunter, wenn sie keine Schulen, keine Krankenhäuser, kein modernes Verkehrsinfrastruktursystem und viele andere Dinge haben. Deswegen sollten wir dort wirklich in die Offensive kommen, um nicht quasi auf die Ideologie der Konservativen praktisch reinzufallen. Bernd, damit ja nicht nur alles harmonisch ist, dann will ich aber schon mal eine Frage stellen. Du hast ja vollkommen recht, der deutsche Staat verdient mit Schulden machen Geld, weil es negative Zinsen gibt. Aber wenn das so ist, warum wollen wir in eine beschleunigte Schuldentilgung eintreten und dafür eine Vermögensabgabe nutzen? Ist doch viel sinnvoller, anstatt in eine beschleunigte Schuldentilgung über eine Vermögensabgabe die Vermögenden möglichst hoch zu besteuern, um Zukunftsinvestitionen darüber zu finanzieren. Ich finde, da gibt es eine gedankliche Unklarheit. Wir müssen vor allen Dingen die Hauptauseinandersetzung, die ich kommen sehe, auch im Rahmen der Bundestagswahl, ist die Frage, wie schnell soll die Schuldentilgung stattfinden? Und wir dürfen uns nicht selbst von dieser Panik erfassen lassen, dass die Schuldentilgung jetzt möglichst schnell erfolgen soll, weil dann sind wir unseren Gegnern schon auf den Leim gegangen. Da gebe ich dir recht. Aber wir haben das übrigens hart kritisiert,
dass die Schuldentilgung auf 20 Jahre festgelegt wurde. Ja. Haben gesagt, da gibt es ja gar keinen Grund, warum das, genau, in 20 Jahren zurückgezahlt werden muss. Das ist ein viel zu kurzer Zeitraum und der hat auch gar keine innere Logik. Das ist ja, wäre überhaupt kein Problem gewesen, zu sagen, wir zahlen das auf 50 Jahre zurück, genau, und strecken das. In der Tat, gut, wir wollen halt auf alle Fälle verhindern, dass nachher die Debatte losgeht. Jetzt müssen wir die Krisenlasten auf die Beschäftigten, auf Erwerbslose und auf Rentner und Rentnerinnen abwälzen. Dann ist allemal sinnvoller, es zahlen die Reichen. Aber das stimmt. Ich bin auch sehr dafür, dass die Einnahmen insbesondere aus der Vermögensteuer, aber auch aus der Vermögensabgabe für langfristige Investitionen in den öffentlichen Sektor und in die Daseinsvorsorge und in Infrastrukturprojekte gesteckt wird. Okay. Aber dann ja immer so, in einer linkspluralen Partei gibt es auch viele Sprachen, aber ich glaube, die Richtung halte ich jetzt persönlich für ganz richtig. Okay. Okay, dann würde ich an meinen Kollegen Thomas übergeben, der Fragen gesammelt hat und jetzt ein paar davon einspeisen würde. Ja, hallo, genau. Also wir sind ja live auf Facebook und natürlich sind hier bei Zoom auch sehr viele Zuschauer und die haben Fragen gestellt. Ich will mal mit einer bei Zoom hier anfangen über die F&A-Funktion. Hat Jürgen berichtet, sagt hallo Bernd, und er berichtet von den Haushaltsdebatten in Karlsruhe, vom Gemeinderat, und sagt, wenn man sich anschaut, heißt es dort sparen, 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 meist auf Kosten der gesellschaftlichen Schwachen, 15.000 Zuschuss, um die Karlsruher Tafeln zu unterstützen, abgelehnt, 300 Euro Einmalzahlung an die Beschäftigten des städtischen Klinikums, abgelehnt. Da sagt er auch eine ganz tolle Politik, ironisch natürlich gemeint vom alten Oberbürgermeister. Das ist eine Frage sozusagen von einem Zuschauer hier von Jürgen hier bei Zoom. Bei Facebook will ich auch noch kurz zwei einbringen. Zum einen, Claudia Schulz schreibt, ich vermute, sie meint es auch ironisch, auf der Arbeit gibt es keinen Coronavirus. Das ist vielleicht nochmal dem Appell, auch nochmal was zu sagen, wie es vielleicht zu Arbeitsschutzmaßnahmen und Coronavirus in den Betrieben aussieht. Und dann, das ist natürlich auch gerade bei Facebook durchaus eine Debatte, deswegen ist es vielleicht gut, wenn ihr dazu auch nochmal was aussagt, nämlich was sagen Sie zum Shutdown? Genau, wie, da hat die Frage noch einen Bayern-Bezug, Unterschiede zum Bundesgebiet, aber ich glaube insgesamt, wie ist eure Haltung zum Shutdown? Ich meine, die Partei Die Linke hat ja, oder nicht als Partei, aber doch wichtige Politikerinnen der Linken, darunter auch du, Bernd, haben ja am Wochenende ein Papier zum solidarischen Lockdown veröffentlicht. Vielleicht könnt ihr was allgemein auch nochmal zum Lockdown, Shutdown sagen. So, das sind die ersten drei Themen, die hier eingekommen sind. Einmal sozusagen die Ablehnung der Unterstützung von sozial Schwächeren oder von Beschäftigten in Gemeinderäten, zum einen allgemein nochmal zum Shutdown und zum zweiten zum Coronavirus und Arbeitsschutz auf der Arbeit. Diese drei Themen erstmal. Wie einigen wir uns? Soll ich legen, loslegen, Bernd? Lieber Frank, ja. Dann Reiniger, fängst du an, weil Bernd ja den Anfang eben gemacht hat. Wir als Verdi sind die Gewerkschaft des Gesundheitswesens und natürlich sehr nah dran an den Entwicklungen. Und jetzt kann man natürlich die ganze Vorgeschichte diskutieren. Einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir derzeit Engpässe in der Intensivmedizin haben, ist die Tatsache, dass es zu wenig Pflegekräfte gibt. Das stimmt alles. Aber Fakt ist, wir sind derzeit an den Kapazitätsgrenzen. Und deshalb ist es notwendig, aus meiner Sicht eigentlich schon fast zu spät, dass dieser Lockdown, wie er jetzt stattfindet, stattfindet. Allerhöchste Eisenbahn. Und wir müssen uns einfach auf ein längeres Geschehen einrichten, sicherlich über den 5. Januar hinaus. Von daher ist es aus meiner Sicht im Grundsatz richtig, dass jetzt die Maßnahmen ergriffen wurden. Und es wäre vermutlich besser gewesen, bereits ein, zwei Wochen vorher in die Maßnahmen reinzugehen. Das hat eine Verbindung übrigens zum Thema kommunale Finanzen, weil damit Finanzperspektiven für die Kommunen fürs Jahr 2021 neu geschrieben werden und sie sind verschlechtert. Es ist ja so, dass im Rahmen des Konjunkturpaketes, das im Juni verabschiedet wurde,
schon, auch nicht zuletzt aufgrund von Drängen von uns und den kommunalen Spitzenverbänden, einiges zur finanziellen Unterstützung der Kommunen auf den Weg gebracht wurde, also insbesondere zum Ausgleich der Gewerbesteuereinnahmeausfälle und auch der Einnahmeausfälle im ÖPNV. Das allerdings alles nur mit der Perspektive für das Jahr 2020. Und wir brauchen deshalb jetzt nochmal einen Nachschlag, einen zweiten Schutzschirm für die Kommunen für das Jahr 2021. Das stellt sich mit neuer Dringlichkeit und steht von daher aus meiner Sicht hoch auf der Agenda. Ja, wir haben als Linke auch nicht wirklich kritisiert, dass ein Lockdown jetzt erneut verhängt wird. Wir haben eher kritisiert, dass die Bundesregierung gepennt hat über den Sommer. Also es ist ja nicht verständlich, warum die Schulen nicht schon mit Luftfiltern ausgestattet wurden oder Handwerker beauftragt wurden, die Fenster öffnen zu können. Es ist nicht richtig erkennbar, warum die Arbeitsschutzmaßnahmen nicht vorher ergriffen wurden. Es ist mir auch nicht richtig klar, warum man nicht kürzere Taktzeiten eingeführt hat in dem ÖPNV, damit sich die Schüler und Schülerinnen und auch die Beschäftigten sich nicht drängen müssen. Und der Einwand, dass bei der Arbeit Ansteckungsgefahr besteht, den haben wir die ganze Zeit gebracht. Deswegen haben wir ja auch die erhöhten Arbeitsschutzbestimmungen in der Fleischindustrie gefordert, insbesondere auch bei den Sammelunterkünften, was jetzt im neuen Gesetz leider nicht zufriedenstellend behandelt wurde. Also da sind Versäumnisse gemacht worden, aber die sind gemacht worden. Auch bei der Pflege hätte man mehr machen können, um mehr Arbeitskräfte zu gewinnen. Ich glaube, das muss man kritisieren, auch für die Zukunft, dass es nicht geht, dass man die ganzen Maßnahmen nur in den privaten Bereich verlagert und alles, was Arbeit und Weg zur Arbeit und Arbeitsschutzbestimmungen betrifft, vernachlässigt. Das ist zum Grundsatz. Aber wir gehören nicht zu den Corona-Leugnern, die jetzt sagen, das ist alles ungefährlich. Ich meine, sterben jeden Tag zwischen 300 und 900 Menschen. Das muss oberste Priorität haben. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die Intensivstationen überfüllt sind und nicht mehr bewältigt werden können und die Ärzte entscheiden müssen, ob jemand behandelt wird oder nicht. Also das, ich glaube, muss oberste Priorität haben, gerade auch für Linke. Zur Finanzierung der Städte. Die Städte sind schon lange strukturell unterfinanziert. Da wurde am Anfang was gemacht. Jetzt haben wir in vielen Bereichen werden wir Probleme bekommen, weil die Aufgaben zunehmen und die Einnahmen zum Teil wegbrechen, auch bei der Gewerbesteuer. Das wird man nicht damit lösen, indem man praktisch im sozialen Bereich kürzt oder bestimmte Ausgaben nicht mehr tätigt. Das würde im Übrigen einen verhängnisvollen Kreislauf in Gang setzen. Die Kommunen, wenn die ihre Investitionen zurückziehen, betrifft es auch das örtliche Handwerk, betrifft es die Wirtschaftsbetriebe, die drumherum beauftragt werden, Busunternehmer und viele andere Bereiche. Also völlig falscher Weg. Wir haben leider Gottes auf der kommunalpolitischen Ebene viele Kommunalpolitiker, die da über den Kirchturm der eigenen Gemeinde nicht raussehen. Und deswegen brauchen wir dort eine Allianz für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen und der Städte. Und ich habe es ja am Anfang auch gesagt, wir brauchen ganz strukturell mehr Investitionen in diesen Bereichen. Und der würde ja auch den Kommunen und den Städten zugutekommen. Aber das ist eine zentrale Frage. Für uns ist praktisch die Ausstattung des öffentlichen Sektors eine zentrale Frage des sozial-ökologischen Systemwechsels. Ohne das wird das überhaupt nicht gelingen, egal ob wir über Verkehr reden, über Gesundheitswesen reden, über Bildung reden, über Fern- und Entsorgung reden. Das sind alles Bereiche, wo wir große Verwüstungen durch die neoliberale Politik der letzten 30 Jahre vorfinden, die dringend korrigiert werden müssen, und zwar ganz grundlegend. Ja, also
So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Fragen. Nathalie Kulka beschreibt die Situation von Studentinnen. Sie sagt, die Situation von Studentinnen bedarf ebenfalls einer Diskussion. Viele beziehen BAföG, haben ihren Nebenjob verloren. Bis Januar nächsten Jahres sind die nächsten Studiengebühren zu zahlen. Der Online-Unterricht lässt zu wünschen übrig, schreibt Nathalie hier in Zoom. Das wäre sicherlich ein Thema, auf das ich vielleicht auch nochmal gut eingehen könnte. Zweitens möchte ich an der Stelle einen kleinen Werbeblock noch einführen, nämlich wenn euch dieser Talk gefällt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, zumindest auf Facebook ihn auch zu teilen, sodass eure Freundinnen und Freundinnen auch mitbekommen, was wir hier diskutieren und wie auch Alternativen zur Corona-Politik der Bundesregierung aussehen könnten. Deswegen nutzt ruhig den Teilen-Button auf Facebook und sorgt dafür, dass diese spannende Diskussion weiter verbreitet wird. Weiter aber zu den Kommentaren auf Facebook. Mario Altevogt sagt, sorgt erstmal dafür, dass die Privatisierung rückgängig gemacht wird. Das schreibt er sozusagen, ruft er quasi uns zu und sagt, so, dass keine Krankenpfleger und Krankenhäuser mehr in die privaten, also Krankenhausgelder und Pflegegelder mehr in die privaten Taschen von Aktionären fließen. Also dieses ganze Thema Privatisierung der Gesundheitsversorgung macht er auf. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch was sagen. Und dann noch mal eine Frage von Benjamin Querl, der ein Existenzminimum fordert. Also noch mal diese drei Punkte. Einmal zur Situation der Studierenden. Zweitens die Frage zum Komplex Privatisierung und Gewinnentnahmen im Gesundheitssektor. Und drittens die Frage nach einem sichernden Existenzminimum. Wenn ich mal mit dem Gesundheitswesen anfange, und damit meine ich jetzt nicht nur die Krankenhäuser, weil mindestens genauso eklatant sind ja die Defizite und Schwierigkeiten im Bereich der Langzeitpflege, der Altenpflege, dann war der Weg in die Ökonomisierung des Gesundheitssystems und die Privatisierung des von Teilen des Gesundheitssystems und der Pflege eine Fehlentwicklung. Da, glaube ich, brauche ich jetzt in dieser Runde niemand noch mal mit weiteren Argumenten hier bewegen. Wobei der wesentliche Punkt ist, dass die Finanzierung, insbesondere die bezogen auf Investitionen in den Krankenhäusern verbessert werden muss, weil wir unverändert eine Reihe von kommunalen Krankenhäusern haben, gerade kleinere Krankenhäuser, die in einer wirtschaftlich schwierigen Situation sind, wo es einen massiven Investitionsstau gibt. Das heißt, die investiven Mittel, die aus den Länderhaushalten zu finanzieren sind, müssen verstärkt werden, um eine weitere Privatisierung im Gesundheitswesen zu verhindern und oder nach Möglichkeit sogar eine Rekommunalisierung. Auch da gibt es ja erste Fortschritte, aber das muss verstärkt werden. Das hat dann natürlich wieder einen Zusammenhang zu den Länderfinanzen. Damit sind wir beim Thema schwarze Null und Schuldenbremse. Ich denke, der Zusammenhang ist hier klar, aber der Versuch muss gemacht werden, den Weg in die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens und der Pflege nicht nur zu stoppen, sondern da womöglich auch rückgängig zu machen. Wenn ich noch mal was zu den Kommunalfinanzen sagen darf und mal am Beispiel Karlsruhe argumentiere, das habe ich ziemlich gut vor Augen. Bernd, du kennst Karlsruhe auch. Ich war auch dort jetzt noch nicht mal unterwegs. Naja, ich sag mal so, es hat natürlich, wenn ich mal die letzten 10 Jahre anschaue, in vielen Kommunen eine sehr gute Haushaltsentwicklung gegeben, weil sich die Gewerbesteuereinnahmen positiv entwickelt haben. Gerade in Karlsruhe übrigens ausgesprochen ambitionierte und kostspielige Nahverkehrsprojekte, die dort auf den Weg gebracht werden. Aber gerade solche Kommunen sind natürlich jetzt massiv getroffen, gerade im Südwesten durch die einbrechenden Gewerbesteuereinnahmeausfälle. Und von daher ist die Frage, wie werden eigentlich die Gewerbesteuereinnahmeausfälle in 20 und in 21 ausgeglichen? Elementar. Und da bin ich sehr dafür, nicht darauf zu orientieren, dass sich die Kommunen weiter verschulden, weil sie natürlich viel begrenztere Möglichkeiten haben, als das Länder und der Bund haben, sondern das über Bundesmittel auszugleichen und dann im Rahmen des allgemeinen Schuldenabbaus, über den wir diskutiert haben, auszugleichen. Und ganz wichtig
ist, dass wir viele Kommunen haben, gerade in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, um ein paar Regionen zu nennen, die aufgrund einer Altschuldensituation so im Rad sich bewegen, dass selbst ein Ausgleich von einbrechenden Gewerbesteuereinnahmen, in den Kommunen sind sich fast auch gar nicht so viel eingebrochen, weil es gar nicht so viel Gewerbe gibt, nicht weiterhilft, sondern da brauchen wir eine Altschuldentilgung. Und einer der Ärgernisse der letzten Monate, die ich dann auch in vielen Gesprächen erleben musste, ist, dass es leider eine völlige Uneinigkeit in der kommunalen Familie gibt und auch bei den kommunalen Spitzenverbänden, sich nicht nur auf eine kurzfristige Maßnahme zu verständigen, da sind sich dann alle noch relativ einig, Stichwort Gewerbesteuern, aber an die grundlegenden Probleme, Stichwort Altschuldentilgung, gemeinsam heranzugehen. Und das mindert natürlich die Schlagkraft in der politischen Auseinandersetzung. Ja, zu den Studenten, das kann ich uneingeschränkt teilen. Ich glaube, durch den Wegfall der Minijobs trifft ganz hart die Studentinnen und Studenten, die dazu verdienen müssen, gerade in der Gastronomie oder auch im Handel. Das sind Dinge, die jetzt wegfallen. Das trifft natürlich diejenigen am härtesten, die vom Elternhaus nicht so gut ausgestattet sind, wie jetzt, sagen wir, wenn du aus der gehobenen Mittelschicht oder so kommst. Deswegen fordern wir ja schon lange ein elternunabhängiges BAföG, das praktisch so einer Mindestsicherung gleich deutlich höher ist wie jetzt. Und gerade jetzt auch in der Pandemie haben wir stark praktisch eingebracht, dass wir Hilfsmaßnahmen brauchen für die Studentinnen und Studenten. Es betrifft auch ganz stark die Frage der Mieten. Ich meine, in Stuttgart oder Frankfurt oder München musst du eben für ein WG-Zimmer schon um die 600 Euro hinlegen. Das überfordert viele Studentinnen und Studenten. Und man kann ja auch nicht jetzt während der Pandemie sagen, ich kündige einfach das Mietverhältnis und hoffe, dass ich das auf absehbare Zeit nicht brauche. Nee, da muss dringend was gemacht werden, um die Mieten zu deckeln und um preiswerten Wohnraum auch für Studentinnen und Studenten zu schaffen. Die Frage der Privatisierung, ich war jetzt gestern in Senftenberg, das ist ganz am Rande von Brandenburg, wo ein Klinikum privatisiert werden soll, an die Sana verkauft werden soll, obwohl es einen kommunalen Träger gibt, der dort einsteigen würde und es überhaupt keine Notwendigkeit dafür gibt. Ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man jetzt in der Pandemie so etwas machen kann. Es war eine tolle Aktion von den Linken, auch der Betriebsrat war da, die Verdi war da. Und ich hoffe, dass wir da nochmal Druck ausgeübt haben, auf den Kreistag so eine unsinnige Entscheidung nicht zu fällen. Ich teile auch, dass wir die Privatisierungen rückgängig machen müssen. Krankenhäuser, aber auch Altenpflegeeinrichtungen gehören grundsätzlich in öffentliche Hand oder in gemeinnütziger Form betrieben. Da haben eben Profit und Wettbewerb nichts verloren. Das ist wirklich ein harter Kritikpunkt auch an der Bundesregierung, dass man nicht erkannt hat, diese Verbetriebswirtschaftlichung quasi des Gesundheitswesens rückgängig zu machen, auch die Fallpauschalen abzuschaffen und ähnliche Dinge. Wir bleiben da dran, halte ich für einen ganz wichtigen Bereich, zumal doch eine Mehrheit der Bevölkerung sieht, dass es falsch war, Krankenhäuser zu privatisieren, Pflegenotstand herbeizusparen und die Pflegekräfte zu schlecht zu bezahlen. Existenzminimum sind wir sehr dafür. Wir haben ja ein Konzept der Mindestsicherung bei Erwerbslosigkeit von 1050 Euro ab der nächsten Periode, sollen das 1200 Euro sein, ebenfalls bei der Mindestsicherung bei den Renten. Im Prinzip gilt für die Linke, niemand soll unter die Armutsgrenze von rund 1100 bis 1200 Euro fallen, künftig 1200 Euro. Und dafür müssen wir sorgen, das darf man nicht verwechseln mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern für die Menschen, die tatsächlich den Bedarf haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen unter der Armutsgrenze leben müssen. Und wir dürfen schon gar nicht zulassen, dass man in der Rente noch Flaschen sammeln muss, um irgendwie über die Runden zu kommen oder bei McDonald's
noch einen Nebenjob einnehmen muss. Ja, wir haben jetzt übrigens auch den ersten Zuschauer bei Zoom, der direkt mit euch sprechen wollen. Er oder sie, das nennt sich hier Frischi. Frischi, ich nehme Sie jetzt mal hier in unsere Diskussionsrunde. Dann sollten Sie gleich dazu geschaltet. Ja, Sie sind online, sind hier sichtbar. Mikrofon müssen Sie noch anschalten. Ausgeschaltet ist es gerade. Das Video bleibt Ihnen überlassen, ob Sie das zuschalten wollen oder nicht. Aber Ihre Frage oder Ihr Statement. Ja, hallo, ich bin Thomas Frischkorn, bin Mitglied der Linken und werde ich Vertrauensmann im Fachbereich TK-IT. Und ich wollte nochmal über die Zusammenarbeit mit Fridays for Future sprechen. Ich finde, es ist eine richtig große Chance, die wir da auch als Gewerkschaften haben, weil wenn ich mit politisch bewegten Jugendlichen vor 5 oder 10 Jahren gesprochen habe, dann war Gewerkschaften ein Synonym für Bratwurstessen oder ähnliches. Und jetzt erkennen zum ersten Mal junge politische bewegte Menschen, dass es wichtig ist, in so einer Auseinandersetzung erstmal, was Gewerkschaften sind, und dass es wichtig ist, in solchen Auseinandersetzungen Gewerkschaften an ihrer Seite zu haben. Und wenn ich das mal in den gesellschaftlichen Kontext stelle, das einzige Mal, wo wir als Gewerkschaften stärker geworden sind in der Bundesrepublik, war in den 70er Jahren, unter anderem auch als quasi Resonanz auf eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die es eben Ende der 60er Jahre angefangen haben. Und wenn wir diese und das hat sich dann in höheren Organisationsgrad und vor allen Dingen in mehr Vertrauensleuten und aktiveren Vertrauensleuten in den Betrieben ausgewirkt. Und wenn wir diese Chance als Gewerkschaften ergreifen, wirklich wollen, was heißt das eigentlich für uns als Gewerkschaften, neben dass wir gemeinsame Aktionen machen und Ähnliches? Und sollten wir nicht drüber nachdenken, wie wir wieder mehr zur, als Gewerkschaft zur Bewegung und weniger zum Apparat und zur Organisation werden? Danke. Ja, vielen Dank. Bernd, Frank Wernicke, ihr müsst vielleicht kurz darauf eingehen. Ja, vielleicht eher Frank. Ich muss, sorry, der Bildschirmschoner hat mich gerade rausgeschmissen. Wenn er nochmal sagt, ob es eine Frage gegeben hat, dann gerne. Jetzt bin ich wieder da. Also es ging um Kern, ging es um die Chance, die für die Gewerkschaften durch Fridays for Future und die junge Klimabewegung ging. Das war zumindest, so habe ich den Beitrag verstanden. Aber Bernd, vielleicht dann du. Ja, ich teile diese Auffassung vollkommen. Das war ein Riesenfortschritt, die Zusammenarbeit von Friday for Future auf, und Verdi. Da liegt es ja auch nahe. Ich meine, wir haben da andere Bereiche, wo es natürlich größere Widersprüche gibt. Ich mache ja in Stuttgart so einen Automobilgesprächskreis und da haben sich jetzt Klimaschützer vom Dannedorfer Forst mit eingeschaltet. Ich fand es ganz interessant, weil die jungen Leute gesagt haben, wir wollen eigentlich mit den Gewerkschaften diese Fragen angehen. Wir wollen da nicht in den Gegensatz kommen, soziale Gerechtigkeit, Arbeitsplätze und Klimaschutz. Wir wollen aber natürlich, dass keine neuen Autobahnen gebaut werden und Wälder dafür abgeholzt werden, alte wertvolle Wälder. Da wird es Widersprüche geben. Ich habe ja viel daran gearbeitet mit dem Vorschlag des linken Green New Deal oder sozial-ökologischer Systemwechsel, wie wir eben die Fragen soziale Gerechtigkeit, radikaler Klimaschutz, gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne, Verteilungsgerechtigkeit und sozial-ökologischer Umbau zusammenbringen in ein gesellschaftliches Konzept. Das ist auch ein Angebot an die Gewerkschaften, auf diese Debatte einzusteigen, weil wir dürfen die Menschen, wir brauchen eine Gesellschaft, die Menschen nicht vor die Alternative stellt, verliere ich meinen Arbeitsplatz oder gefährde ich die Zukunft meiner Kinder und Enkel. Das macht natürlich der Kapitalismus permanent und deswegen brauchen wir auch einen grundlegenden Systemwechsel, in dem tatsächlich Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammengedacht wird. Da sind die Gewerkschaften ein wesentlicher Schlüssel, weil ohne Gewerkschaften wird es nicht gehen und ohne Zusammenbringen der verschiedenen Bewegungen,
die dann auch mehr Kraft entfalten, wird es auch nicht gehen. Wenn ich vielleicht ganz kurz nochmal den Ball des Fragestellers aufnehmen darf, Frank, weil du das gerade verpasst hattest. Also er hat ja auch nochmal gesagt, die Gewerkschaften sind dann auch nochmal vor allem stark geworden in den 70ern als ein Ergebnis auch einer gesellschaftlichen Mobilisierung, Bewegung als Ende der 60er. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, auch nochmal so ein bisschen den Appell stark gemacht zu sagen, Gewerkschaften müssen mehr Bewegung sein und weniger Apparat, zugespitzt jetzt. Vielleicht willst du darauf noch mal kurz eingehen auch. Also ich habe für ehrlich gesagt für Verdi nicht den Eindruck, dass wir ein erstarrter Apparat sind, sondern wir sind ziemlich viel Bewegung. Wir haben aber auch Defizite. Ich habe den Beginn des Beitrags noch mitbekommen. Du hast ja gesagt, du bist Vertrauensmann im Bereich Telekom. Diese betrieblichen, stabilen betrieblichen Strukturen sind uns natürlich vielfach verloren gegangen, beziehungsweise wir haben sie in neuen Bereichen, in denen Branchen gewachsen sind oder Betriebe gewachsen sind, nicht etablieren können. Das sind wichtige Hausaufgaben und Aufgaben für die Steigerung der Handlungsfähigkeit. Wenn wir nicht davon überzeugt werden, mit den Fridays gut zusammenarbeiten zu können, würden wir es jetzt nicht tun. Ich muss aber auch sagen, wir sollten es nicht überhöhen. Bei aller Bedeutung der Jugendorganisation der Linken bei Fridays, vielfach sind die dort Aktiven natürlich auch soziokulturell relativ weit weg von einer Arbeitnehmerschaft und haben andere Biografien. Von daher ist das ein Miteinander, da wo wir miteinander gehen können. Das ist in Teilfragen aber auch nicht spannungsfrei und das ist auch nicht die einzige gesellschaftliche Säule, mit der wir kooperieren und zusammenarbeiten. Für uns ist auch wichtig eine gute, stabile Zusammenarbeit mit den Sozialverbänden und zwar auch, ich sag mal, in ihrer Bandbreite vom VdK bis zur Fuchssolidarität, auch ihrer politischen Bandbreite, die sich daraus ergibt. Wir müssen in diese Richtung genauso wie auch zu den etablierten Umweltverbänden, Stichwort NABU, Stichwort BUND, in Bündnisstrukturen arbeiten. Immer mit dem Ziel, das eigentliche Kerngeschäft von Gewerkschaften, nämlich Präsenz zu sein in der Arbeitswelt, in der Vielfalt der Arbeitswelt und dort Handlungsmächtigkeit zu entwickeln, zu unterstützen. Wir dürfen nicht in politische Ersatzfelder ausweichen. Auch das hat es natürlich etappenweise in der Geschichte der Gewerkschaften gegeben, sondern der Fokus muss immer die Verankerung in der Arbeitswelt sein und unsere Stärke, die wir aus der Verankerung in der Arbeitswelt heraus entwickeln. Deshalb sind wir gesellschaftlicher Machtfaktor. Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich würde jetzt vorschlagen, auch im Anblick der Zeit, dass wir jetzt noch eine Fragerunde machen. Es sind auch noch ein paar Fragen da, sowohl hier bei Zoom als auch bei Facebook. Zum einen gibt es von Emil Langer die Frage, welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um dem Wachstum des Mangels an Pflegepersonal entgegenzuwirken? Also das ist ja ein Thema, Personalbemessung und wie kann man wie schafft man es, da neue Beschäftigte zu gewinnen für den Job? Dann habe ich noch eine Frage, da geht es von Ulrike, die fragt, was ist eigentlich mit dem Spitzensteuersatz? Bei Kohl war da über 50%, also auch hier nochmal eine Frage zur Finanzierung. In eine ähnliche Richtung geht auch um die Frage von Jana Seppel, die ja auch sagt, die da auf die Position der Umverteilung, Vermögensabgabe beispielsweise nochmal eingeht und Schritte bis Durchsetzung. Und dann haben wir noch eine Frage bei Facebook, die da sagt, die Corona-Maßnahmen machen die kleinen Unternehmer kaputt, aber auf der einen Seite werden dann vor allen Dingen aber die Deutsche Bank und andere Großkonzerne gerettet. Also da nochmal den Gegensatz zwischen großen und kleinen Unternehmen wird hier zum Thema gemacht, dass Anna Viola Kerner stellt diese Frage auf Facebook. Und abschließend noch die letzte strategische Frage, die aber hier ganz zu Anfang gestellt worden ist, nämlich die Frage, warum hat bei dieser ganzen Politik eigentlich die Union so gute Umfragewerte und nicht
die politische Linke, wenn das mal so breit fassen. Also nochmal die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit, nach der Frage, warum werden Großkonzerne im Gegensatz zu Kleinkonzernen eher unterstützt, und die Frage nach, warum macht sich das nicht irgendwie in guten Wahlergebnissen für die politische Linke sichtbar, wo wir doch eigentlich klare Positionen haben, ob nun als Gewerkschaft oder als Partei die Linke, die eigentlich dafür sorgt, dass es solidarisch zugeht und nicht die Kleinen die Zeche bezahlen müssen. In diesem Sinne... Mit Blick auf die Zeit in Stichworten, das Thema Gesundheitswesen und Pflegesituation. Da passieren die Dinge nicht über Nacht, aber sie müssen schrittweise entwickelt werden, und da sind wir auf dem Weg. Ein wichtiger Punkt zum Beispiel war, dass wir sowohl in diesem Tarifabschluss, aber vor allen Dingen im Rahmen des Tarifabschlusses 2018 vielfach unbezahlte Ausbildung, die es im Gesundheitswesen gegeben hat, mit Ausbildungsvergütung, und zwar im Bereich von ungefähr 1.500 Euro, tarifieren konnten. Damit ist eine ökonomische Grundlage dafür geschaffen worden, dass diese Ausbildung auch möglich ist. Gleiches Feld haben wir übrigens im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher. Dann ist schon klar, dass Ausbildungskapazitäten für die Pflege aufgebaut und hochgefahren werden müssen. Das geschieht auch, aber dazu ist es notwendig zu wissen, auf welche Zielmarken, also auf welche tatsächlich dann am Ende auch benötigten Zahlen von Pflegekräften im Gesundheitswesen, auch in der Altenpflege, muss denn orientiert werden. Und dafür sind diese Personalbemessungsinstrumente, über die wir heute schon geredet haben, so wichtig, weil die der Maßstab dafür ist, sind, dass dann auch Ausbildungskapazitäten hochgefahren werden und das auch finanziert wird. Weil ohne dass es einen Zielkorridor gibt, wird es ja auch schwierig sein, eine Finanzierung hinzubekommen. Und ich will auch hinweisen darauf, dass wir als Verdi in 17 zumeist Universitätskliniken Tarifverträge für eine bessere Personalausstattung durchgekämpft haben, immer mit Streiks. Und das geht weiter. Der erste dieser Tarifverträge bei der Charité hier in Berlin ist demnächst kündbar. Und dann werden wir dort in die nächste Runde einsteigen. Das sind aus meiner Sicht die Wege, wie wir zu einer besseren Personalausstattung kommen. Pflegeberufe sind für sich genommen hochattraktiv, wenn denn die Arbeitsbedingungen stimmen und insbesondere die Kolleginnen und Kollegen sicher sein können, dass die Belastungssituation ist so, dass sie es auch durchhalten, bin ich mir auch sicher, dass es genügend Interessentinnen und Interessenten für diese tollen Berufe gibt. Zum Frage Steuertarif. Ja, es gibt im DGB ein abgestimmtes Steuerkonzept. Das sieht auch vor, dass der Spitzensteuersatz erhöht wird, allerdings im Wesentlichen nicht, um darüber Steuermehreinnahmen zu erzielen, sondern den Steuerverlauf zu verändern. Wir sind der Meinung, dass es deutlich höhere Grundfreibeträge geben muss. Das heißt, dass der Teil des Einkommens, der nicht versteuert wird, größer wird und dann auch die Steuerprogression abgeflacht wird. Die Steuermehreinnahmen sehe ich im Wesentlichen durch die Aspekte Erbschaftssteuer, übrigens noch stärker als die Vermögensteuer, dann aber auch die Vermögensteuer, eine gerechte einkommensbezogene Besteuerung von Kapitalanträgen statt einer pauschalierten Kapitalertragssteuer, um wichtige Dinge zu nennen. Die Deutsche Bank wird ja derzeit nicht gestützt, es ist auch in der Finanzmarktkrise nicht, aber wenn man mal auf die derzeitigen Maßnahmen schaut, dann ist aus meiner Sicht kritikwürdig, dass viel zu lange auf lediglich Darlehensgewährung und nicht echte Zuschüsse gesetzt wurde. Das ist jetzt mit den Überbrückungshilfen 3, die zur Anwendung kommen, anders. Das sind keine Darlehen, sondern echte Zuschüsse. Aber das hat die Eigenkapitalbasis insbesondere von Restaurants und kleinen inhabergeführten Geschäften, kleinen Kulturunternehmen doch sehr geschmälert. Und wir haben ja derzeit eine Situation, dass die Insolvenzanmeldepflicht außer Kraft gesetzt ist. Das ist aber nur noch bis Ende Januar der Fall. Und weil viele von den kleinen Unternehmen aufgrund einer schwachen Eigenkapitalbasis in einer schwierigen Situation sind, droht deshalb eine Insolvenzwelle. Das macht uns Sorgen. Und da muss dann auch noch mal aus meiner Sicht darüber diskutiert werden, ob KfW-Darlehen, die zu einer hohen Verzinsung übrigens ausgegeben werden, gestundet werden oder nachträglich Darlehen in Zuschüsse gewandelt werden, um
in diesem Segment von Unternehmen, die ich genannt habe, insbesondere auch im Bereich Kultur, Gastronomie, eine Pleitewelle zu verhindern. Ja, ich mache es auch ein bisschen im Staccato. Also beim Pflegepersonal setzen wir insbesondere darauf, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden und die Grundgehälter erhöht werden, weil wir haben, da wird zwar über die Zahlen gestritten, aber wir haben viele Pflegekräfte, die aus dem Beruf rausgegangen sind, obwohl sie gerne pflegen oder gerade weil sie gerne pflegen, aber praktisch nicht gut pflegen können, weil die Arbeitsbedingungen eben zu schlecht sind oder sie selber krank werden, indem sie eigentlich Kranke pflegen, was aber witzig ist. Dadurch könnte man viel Personal zurückholen. Also die würden, glaube ich, auch gern in den Beruf wieder gehen, wenn eben die Arbeitsbedingungen stimmen, in erster Stelle und zweitens das Gehalt attraktiver ist. Und man braucht eine Ausbildungsoffensive, das wurde ja schon gesagt. Und man muss damit aufhören, das Gesundheitswesen die ganze Zeit zu verbetriebswirtschaftlichen. Also Markt und Wettbewerb haben dort nichts verloren, sondern wir wissen ja, in anderen Ländern ist die Personalrelation zwischen Pflegekräften und Patienten deutlich besser, oft in den nordischen Ländern sogar doppelt so gut wie bei uns. Zweiten Spitzensteuersatz, das sehe ich genauso wie Frank. Wir haben ein Konzept, der Spitzensteuersatz muss erhöht werden. Bei uns wird er später wieder später einsetzen, also über 7.000 Euro Monatsgehalt, wäre dann aber höher. Und wir würden die unteren Gruppen, insbesondere Verkäuferinnen, Erzieherinnen, Pflegekräfte, stärker entlasten. Aber zur Finanzierung der Investitionen brauchen wir in der Tat Vermögensteuer, Vermögensabgabe, Erbschaftssteuer und ähnliche Instrumente, nicht die Reform der Lohn- und Einkommensteuer. Corona oder Vermögensabgabedurchsetzung habe ich schon gesagt. Ich bin unbedingt dafür, da jetzt mit einer Kampagne zu beginnen, weil die Verteilungsauseinandersetzung wird heftiger werden. Und es ist echt, man muss es skandalisieren, dass zum Beispiel der Besitzer von Lidl und Schwarz, der Herr Schwarz, in der Pandemie sein Vermögen um 11 Milliarden erhöhen konnte, auch die Aldi-Brüder, und wir immer noch keinen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag im Einzelhandel haben. Hier haben wir eine starke Differenz zwischen den Leidtragenden, die den Laden aufrechterhalten, und den Vermögensbesitzern und Großaktionären, die ihr Vermögen enorm vermehren konnten, vom Besitzer von Amazon und anderen mal ganz zu schweigen. Ich glaube, das müssen wir alle zusammen skandalisieren, damit hier auch eine gesellschaftliche Stimmung aufgebaut wird, weil die CDU und die FDP und diese Kräfte werden sich mit allen Mitteln dagegen wehren, dass Reiche und Vermögende stärker besteuert werden. Das ist wirklich eine richtige, harte Klassen- und Verteilungsauseinandersetzung. Bei den Unternehmen, wir haben da Vorschläge gemacht, Industriefonds für einen Umbau aufzubauen. Aber was mir am meisten stinkt, ist, dass die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung überhaupt nicht an Arbeitsplätze und Klimaschutz gebunden werden. Also man gibt der Lufthansa 9 Milliarden. Ich bin auch absolut dafür, solche Betriebe zu retten. Aber ohne Bedingungen für Arbeitsplätze und Klimaschutz finde ich unmöglich. Und auch, dass sich der Bund, wenn er solche großen Hilfen gibt, gar nicht an den Unternehmen beteiligt, ist eigentlich auch ein Unding. Also da brauchen wir andere Modelle und eine klare Vorgabe, wenn der Bund Gelder gibt, Hilfsgelder, Kredite und andere Maßnahmen, müssen die an Arbeitsplätze, Standorte und auch an die Einhaltung von Tarifverträgen gebunden werden. Warum geht die Linke nicht in die Höhe? Ja, das ärgert mich auch. Ich habe da noch nicht immer eine Erklärung dafür. Wir haben ja so gute Konzepte, die eigentlich ja auch einleuchten müssen, wie man immer wieder sieht. Aber ich glaube, in so einer Krise ist es nicht so ganz unnormal, dass viele erstmal an die Seite der Regierung gedrängt werden. Es ist übrigens in allen Ländern so, dass die Oppositionsparteien es etwas schwerer haben. Und natürlich sind die Pandemiefragen in den Vordergrund gerückt und die sozialen Fragen in den Hintergrund. Die ganze Nation beschäftigt sich, wie stark muss der Lockdown sein? Die Virologen erobern die Medien und die Macher und die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin auch. Ich bin aber ziemlich
überzeugt davon, dass unter der Hand die sozialen Verwerfungen und Probleme größer werden. Auch der Klimaschutz ist ja jetzt nicht einfach weggefallen, nur weil wir eine Pandemie haben. Also diese Fragen werden im nächsten Jahr wieder auf die Tagesordnung kommen. Umso wichtiger ist, dort mit klaren Positionen aufzutreten. Und wir werden den Schwerpunkt weiterhin auf das Soziale, auf den Klimaschutz, auf die Verteilungsfragen richten und hoffen, damit auch wieder punkten zu können in den nächsten Monaten. Okay, mit Blick auf die Zeit müssen wir leider hier einen Cut setzen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, Bernd und Frank, für eure Teilnahme hier, die Möglichkeit, miteinander zu diskutieren. Ich sage auch ganz herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier teilgenommen haben, rege mit ihren Fragen. Wir konnten leider nicht alle beantworten, aber doch wenigstens schon einige. Und von meiner Seite auch nochmal vielen Dank auch an Thomas und die Unterstützung hier beim Einspeisen der Fragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, kommt gut durch den Lockdown. Vielen Dank an die Moderatorin. Dankeschön.